willkommen zurück und zwar zum WissQuiz. Da freuen wir uns sehr drauf. Ihr zu Hause könnt in der Kika-Quiz-App mitraten, Antworten geben und Punkte sammeln. Für euch im Studio ganz kurz die Spielregeln. Die Fragen kommen aus verschiedenen Kategorien. Heute hätten wir folgende im Angebot. Pflanzen, Umwelt, Federn, Fell, Essen liebe ich und die Nahaufnahmen. Das Gute ist, es gibt einen Joker, wenn ihr mal sagt, ey, ich habe gar keinen Plan. Dann zückt doch einfach den Klassenjoker. Dann geht die Frage an eure Klasse und auch an die jeweiligen Lehrerinnen. Gemeinschaftlich wird entschieden oder die Lehrerinnen setzen ihr Veto und loggen ein. Es gibt ein großes Problem. Es steht 2:2 unentschieden aktuell. Das heißt, das magische Schnick, Schnack, Schnuck entscheidet, wer anfangen darf. Ich bin warm. Schnick, Schnack, Schnack, Schnuck. Also immer Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Oh, Stein schlägt Schere. Ja, also, Frösche dürfen anfangen. Der Zufallsgenerator läuft. Und wenn ihr buzzert, hält das Licht. Das ging schon. Stark, Essen stark, Essen stark. Jemand, der sich genau über Essen freut, wie ich. Also, es geht um Essen und bei Essen heißt es ja oft nicht zu viel und nicht zu wenig. Ich finde ja vor allem nicht zu wenig. Diese Anlage in Bad Kreuznach ist heute eine Touristenattraktion, ein Gradierwerk. Früher fand hier ein wichtiger Schritt bei der Salzgewinnung statt. Die Wand ist mit Ästen gefüllt, über die wird Wasser geleitet. Und dieses Wasser ist etwas Besonderes. Es kommt aus salzhaltigen Quellen. Schon vor vielen hundert Jahren haben Menschen hier Salz gewonnen. Sie ließen das Wasser in großen Gefäßen verdampfen, auf einem Feuer, bis nur noch das Salz übrig war. Um Heizenergie zu sparen, begann man vor 300 Jahren, einen Teil des Wassers in Gradierwerken verdunsten zu lassen. Es wird mehrmals nach oben gepumpt. Auf seinem Weg über die Äste kann so schon viel Wasser verdunsten. Und da ist die Frage, wie nennt man die wässrige Salzlösung, aus der Salz gewonnen wird? Ich glaube, das ist eine knifflige Frage, oder, liebe Frösche? Ja. Wie nennt man diese wässrige Salzlösung, aus der dann Salz gewonnen wird? Nennt man sie A, Saline, B, Salzstraße oder C, Sohle? Ich finde A noch am glaubwürdigsten. Ich würde auch sagen A. Was sagst du, John? Ihr könnt euch laut beraten, die Frage gilt nur für euer Team. Keiner kann euch die wegnehmen und den Klassenjoker habt ihr auch noch. Ich habe keine Ahnung. Also ich brauche jetzt eine Antwort. Ihr wie nennt man die wässrige Salzlösung aus der Salz? Okay, wir nehmen A. Wir nehmen A, Saline? Ja. Dann loggen wir ein. A, Saline. Ja! Was, freut ihr euch schon? Das ist doch nur eine. Ach, kennt ihr euch aus damit? So, oh, verdammt, ich dachte, ihr wisst die Antwort. Also, Salzstraßen sind alte Handelswege für Salz. Das also schon mal nicht die richtige Antwort. Die Frage ist, ist es Saline oder Sohle? Und die richtige Antwort ist Sohle. Nein. Ein nicht so ganz optimaler Start für die Frösche. Ich hoffe, vielen Dank. Endlich habe ich es sehr konstruktiv ausgedrückt. Ich hoffe, bei den Tigern läuft es besser. Jetzt nicht schlimm. Der Zufallsgenerator läuft und ihr buzzert folgende Kategorie: Pflanzen. Und hier geht es um Pflanzen, die Fleisch fressen. Schaut mal hier. Pflanzen wie der Sonnentau kommen gut mit nährstoffarmen Böden klar. Er lockt Insekten an mit glitzernden, süßen Tröpfchen. Einmal gelandet, ist die Fliege festgeklebt. Die Pflanze sondert dann Stoffe ab, die die Beute verdauen. Die Sarazenia-Schlauchpflanze lockt mit süßem Nektar an den Rand eines Abgrundes. Das Insekt wird am Wegkrabbeln gehindert durch Härchen, die nach unten gerichtet sind. Plumps. Auch die Nepenthes, die Kannenpflanze, nutzt solche Grubenfallen. Und die Venusfliegenfalle wartet geduldig mit weit geöffnetem Fangblatt. Wenn die Fühlhärchen auf dem Blatt Bewegungen spüren, schnappt die Falle zu. Eine Ameise könnte noch entkommen. Für so ein kleines Tier lohnt sich das aufwendige Verdauen nicht. Und da ist die Frage, wie nennt man diesen Fallentyp? Die erste Frage für die Tigerenten im WissQuiz lautet: Wie nennt man den Fallentyp der Venusfliegenfalle? Ist es A, Klebefalle, B, Klappfalle oder C, Bissblatt? B oder Klebefalle? B. Ich freue mich, an eurer Diskussion teilzuhaben. Wir sagen, oder Bissblatt. Nein, das glaube ich nicht. Bissblatt.
B. Warte. Das ist nicht festgeklebt, die konnte sich ja noch bewegen. Wir sagen B. Ja. Sollen wir B einloggen? Ja. Dann tun wir das. B ist eingeloggt. Der Sonnentau, der klebt seine Beute fest. Und es geht ja um die Venusfliegenfalle. Beißen können diese Pflanzen nicht, sondern sie klappt zu. Korrekt, also die Klappfalle. Punkt für die Tigerenten. Die Tigerenten gehen in Führung. Weiter geht's bei den Fröschen. Der Zufallsgenerator läuft. Umweltfedern. Es geht um Umwelt. Also, alte Handys gehören ins Recycling. Und warum das so ist, das schauen wir uns an. In Deutschland liegen geschätzt 200 Millionen Handys ungenutzt in den Schränken. Mit vielen von ihnen könnte man weiter telefonieren. Oder die wertvollen Rohstoffe darin könnten wiederverwertet werden. In jedem Gerät stecken zum Beispiel 30 Milligramm Gold. In 200 Millionen Handys sind das 6000 Kilogramm. Gold hat viele gute Eigenschaften. Es lässt sich ultradünn verarbeiten, es ist sehr fest. Und eine unerwünschte Eigenschaft hat es nicht. Und das ist die Frage. Was macht Gold nicht? Gold ist ein wertvoller Rohstoff, der einiges kann, aber auch eine Sache nicht kann. Genau nach der suchen wir. Was macht Gold nicht? A. Strom leiten. B. Schmelzen. Oder C. Rosten. C. Also, Gold kann auf jeden Fall Strom leiten. Gold kann auch schmelzen bei 1000 Grad Celsius. Richtiges Rosten! Weiter geht's mit dem Tigerenten und dem Zufallsgenerator. Es ist die Nahaufnahme geworden und da heißt es jetzt für euch drei ganz genau hinschauen. Ich möchte nämlich wissen, was sehen wir auf diesem Bild? Ich hoffe, ihr habt gut hingeschaut. Schokolade. Was haben wir gesehen? Welchen Gegenstand? Ist es A, ein Waffeleisen? B, eine Pralinenverpackung? Oder C, eine Tastatur? A. Wir glauben A. Wir nehmen A, ja. Ja. Ohne Joker? Nein. Ja, ohne Joker. Ohne Joker? Ja. Loggen wir A ein? Ja. Die Tigerenten glauben, auf unserer Nahaufnahme ein Waffeleisen erkannt zu haben. Und ob das richtig ist, hier kommt die Auflösung. Es ist ein Waffeleisen! Stark! Der zweite Punkt für die Tigerenten. Damit sind die Frösche wieder dran. Zufallsgenerator ab! Es geht um Fell oder Federn. Und es geht um Film, da geht's gemeinsam nach Afrika. Immer der Nase nach, heißt es beim Erdferkel, wenn es nachts aus seinem Bau kommt und auf die Jagd geht. Mit seinem feinen Geruchssinn erschnüffelt es in der Erde die Verstecke seiner Beute. Um an sie ranzukommen, heißt es graben. Kein Problem, wenn man so kräftige Krallen hat. Und dann werden die Leckerbissen mit der langen, klebrigen Zunge einfach weggeschlürft. Erdferkel kommen nur in afrikanischen Ländern südlich der Sahara vor. Und zwar dort, logisch, wo sie ihre Lieblingsnahrung finden. Und das ist die Frage, was fressen Erdferkel am liebsten? Die sehen lustig aus, süße Tiere. Warum habt ihr denn eben alle so gejubelt, als es nach Afrika ging? Warum? Ich hab mich, alle freuen sich. Weil Lara schon in Afrika war, schon ganz oft. Aha. Und sich da richtig gut auskennt. Oder? Also ihr Vater kommt daher. Aha. Und deswegen war sie entsprechend dort auch schon sehr oft und deswegen haben wir uns gefreut. Aber ihr Papa ist ja kein Erdferkel oder Erdferkel-Experte. Nein, aber sie war ja schon und das hat sie bestimmt schon oft gesehen. Okay, also du hast schon ganz oft Erdferkel gesehen. Ich hoffe es zumindest also. Nicht gesehen. Was fressen Erdferkel am liebsten? Fressen die A gerne Ameisen und Termiten, B Maulwürfe und Hamster oder doch C sind es die Schnecken und die Würmer? A. Ist es A. Sicher? Ja. Sagt sie, vertraue jetzt einfach. Was ist ein A? A? Halt Ameisen und Termiten sind sowas ähnliches wie Ameisen. Die bauen halt so riesige Türme, Hügel
Und ja. Aber wie macht das Ferkel das? Geht das hin und sagt, ey, Ameisen, guck mal raus, ich hab Hunger? Oder also, nein, der gräbt sich da ja dann rein. Ach, mit seinen hier? Ja. Mit seinen Greifwerkzeugen. Mhm. Also, A. Wir loggen A ein, Ameisen und Termiten. Wie heißt denn dein Papa? Wolfgang. Wolfgang. Der alte Erdferkel-Experte. Diese Antwort ist richtig! Sehr wichtiger Punkt bei den Fröschen. Ja, wir haben eine Chance jetzt auf die Notbremse. Das liegt an euch jetzt. Richtig, es liegt an euch. Beantwortet ihr die folgende Frage richtig, geht die Notbremse an euch. Ansonsten bekommen beide Teams eine. Ihr müsst auch nicht mehr buzzern, denn wir haben nur noch Federn übrig. Und da geht es um große, starke Vogelküken. Im Stuttgarter Zoo gibt es Nachwuchs bei den Schneeeulen. Etwa einen Monat sind die Küken hier alt. Und sie haben mächtigen Appetit. Sie müssen ja schließlich wachsen. Anders als die Eltern sind die Kleinen noch grau und sehr flauschig. Aber schon wachsen weiße und schwarz-weiße Federn wie bei den Eltern. Auch in den Füßen haben Schneeeulen wärmende Federn. Und da ist die Frage, wo sind die Brutgebiete wilder Schneeeulen? Das ist, glaube ich, leicht. Die alles entscheidende Frage für die Tigerenten. Wo sind die Brutgebiete wilder Schneeeulen? Sind sie A, am Südpolargebiet, B, am Nordpolargebiet oder C, in den Alpen? Klassenjoker. Das ist eine sehr gute Wahl. Frau Dorn, ja. Ich hoffe, Sie haben Schneeeulen-Experten in der Klasse. Ja, das hoffe ich ja auch. Wo sind sie denn angesiedelt? Ich glaube, es sind Südpolgebiete. Wir nähern uns der Sache schon ein bisschen. Ich würde auch sagen Südpolargebiete. Jetzt muss ich aber den Lehrer-Joker einloggen. Ich will keine Schleimdusche und ich war da schon. Das ist am Nordpolargebiet. Also Frau Dorn interveniert entgegen aller anderen Schüler und Schülerinnen. Also, manchmal können Lehrerinnen nützlich sein. Nicht Südpolar, sondern Nordpolar. Und das loggen wir ein. Ist diese Antwort falsch? Frau Dorn, kann ich Sie schon mal beruhigen? Geht es noch nicht unter die Schleimbusche? Ist sie richtig? Sind die Chancen möglicherweise ein bisschen geringer? Die Schneeeulen haben ihre Brutgebiete am Nordpolargebiet. Sehr gut. Damit geht die Notbremse an die Tigerenten und es steht 3-2.